Einmal in der Woche schlägt Hans Bernd seinen Koffer im Dessauer Naturkundemuseum auf. Seit fast 30 Jahren berät der Pilzexperte, Hobbysammler und Gartenbesitzer darüber, welche Pilze genießbar sind und welche nicht. Pilze findet man in der Regel in Parks und Wäldern. Die meisten Ratsuchenden haben ihre Pilze woanders her. Tja, ich muss sagen, übers Jahr kommen sicher die meisten Pilzratsuchenden hier, die Pilze aus dem eigenen Garten gefunden haben und wissen wollen, was habe ich denn hier in meinem Garten für einen Pilz? Sieht ja so und so anders aus, als ich das bisher kannte, würde mich schon interessieren. Die haben eben den Vorteil, dass sie ihren Regen selber machen können. Und in der Zeit, wo es draußen eben keine guten Wachstumsbedingungen wegen Trockenheit gibt, können die also immer noch in ihrem Garten sicher, wenn Myzelien da sind, wo Pilze wachsen können, dann auch Pilze ernten und damit hier bei mangelnden Kenntnissen oder bei Unsicherheit dann hier vorliegen. Eine Faustregel darüber, welche Pilze ungenießbar oder gar giftig sind, gibt es nicht. Aber die meisten Röhrenpilze sind genießbar. Wenn keine Lamellen unter dem Schirm zu finden sind, ist das also schon mal ein gutes Zeichen. Dennoch gibt es auch hier Ausnahmen. Selbst bei gefundenen Champignons kann man sich nicht sicher sein. Champignons, die man heute überall den Kaufhallen oder Gemüsegeschäften zu kaufen kriegt, sind essbare Züchtungen, aber es gibt 80 verschiedene Champignonarten ungefähr. Und 3 davon sind giftig. Die können also erhebliche Magen-Darm-Probleme erzeugen. Und das möchte man ja nicht, wenn man so eine Pilzmahlzeit zu sich nimmt. Ausgerechnet eine dieser 3 Arten hatte Hannes Hädecke im Gepäck. Gefunden im eigenen Garten, wo es davon noch ganz viele gibt. Dank Internet konnte er seinen Pilz als Champignon erkennen. Dank Hans Bernd und dessen Schnelltest wurde dieser aber als Carbol-Champignon entlarvt. Die gelbliche Verfärbung, ein untrügliches Zeichen für Ungenießbarkeit. Es hilft nur, sich mit der Anatomie der Pilze zu beschäftigen und mit Pilzen allgemein und einem guten Pilzbuch und dann hin und wieder vielleicht auch die Beratung aufzusuchen, wenn man glaubt, man hat über ein Pilzbuch durch Vergleich jetzt eine Pilzart wirklich zweifelsfrei hier bestimmen können und dann sich die Sicherheit dort nochmal holen und so langsam dann hier eine Pilzkenntnis aufbauen. Selbst der Meister hat nicht jede Art im Kopf, rät deshalb zu Pilzbüchern, die im besten Fall auf zu verwechselnde Arten hinweisen und wo mindestens 500 Arten beschrieben sind. Ansonsten gibt es für das Sammeln von Pilzen eigentlich nur eine Grundregel. Ja, man sollte nur die essen, die man wirklich kennt und als essbar zweifelsfrei identifizieren kann.